freue mich sehr, einen vortragenden Paar hier vorstellen zu dürfen. Frau Dr. Wiebke von Deilen, wissenschaftliche Bibliothekarin, und Andrea Zierer, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Beide kommen von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Karl von Ossietzky. Ich bitte Sie herzlich auf die Bühne. Wo sind Sie denn? Ach, da sind Sie. Ah ja. Herzlich willkommen. Und ich bin gespannt, wie Sie in Hamburg diese Fragen der Kontextualisierung angegangen sind. Ja, moin aus Hamburg, sagen wir. Wir freuen uns, dass wir hier die Gelegenheit haben, einen Werkstattbericht zu unserem Digitalisierungsprojekt Hamburger Parteipresse in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit geben zu dürfen. So ähnlich wie die Kollegen von der SLUB eben, finden wir, dass wir eben als Staats- und Universitätsbibliothek prädestiniert sind. Landesbibliothek und Forschungsbibliothek passt gut für die Digitalisierung regionaler Materialien für den wissenschaftlichen Gebrauch. Meine Kollegin Andrea Zierer wird Ihnen zunächst dieses Digitalisierungsprojekt betreut, wird Ihnen zunächst einen Überblick über unsere konkreten Aktivitäten und weitere Planungen geben. Und dann kommen wir noch einmal zur grundsätzlicheren Fragestellung. Funktioniert das hier auch? Gut, wunderbar. Hamburg als herausragende Pressemetropole im deutschsprachigen Raum hat eine Vielzahl an Presseerzeugnissen hervorgebracht. Seit 2006 digitalisiert die SOB dieses Material. Einige Zeitungen sind bereits seit längerem über die Europäana-Webseite zugänglich und auch im neuen deutschen Zeitungsportal der DDB werden wir umfassend vertreten sein, wie schon angekündigt. Den Start machte letzte Woche 13 regionale Blätter. Neben diesen übergreifenden Portalen wird auch an einem eigenen Hamburger Zeitungsportal gearbeitet, das im nächsten Jahr online gehen soll. Neben den überregional bedeutenden Tageszeitungen wird dort auch die Lokalpresse aus dem Hamburger Raum stark vertreten sein. Der Zeitraum erstreckt sich von etwa 1700 bis 1945 mit ca. 70 Titeln und etwa 5 Millionen Seiten. Zu dem hier vorgestellten Projekt. Parteipresse der Arbeiterbewegung 1875 bis 1933 und des Nationalsozialismus von 1928 bis 1945 in Hamburg und Harburg wird im Rahmen der Digitalisierung historischer Zeitungen des deutschen Sprachgebiets von der DFG seit 2019 gefördert. Es werden 10 Titel mit insgesamt knapp 300.000 Seiten mit Hilfe von externen Dienstleistern bearbeitet, inklusive einer Volltexterschließung. Die eigenen Bestände der SOB sind durch Verluste im Zweiten Weltkrieg sehr gering, deshalb arbeiten wir eng mit anderen Einrichtungen zusammen. Eine Besonderheit ist zudem die Verwendung von Originalmaterial zur Digitalisierung. Dies ist etwas aufwendiger in der Bearbeitung als die Verwendung von Mikrofilmen. Man erhält jedoch eine deutlich bessere Bildqualität. Die Farbinformationen werden auch beibehalten und die OCR-Ergebnisse fallen deutlich besser aus. So, und jetzt ein paar Beispiele aus unserem Projekt. Ausgewählt wurden 10 Titel aus dem Hamburger Raum, die das politische Spektrum der linken und der rechten Parteipresse umfassend abbilden. Die sozialdemokratische Presse ist in Hamburg ab den 1870er Jahren dokumentiert. Bearbeitet wurde das Hamburger Echo, eine der bedeutendsten Parteizeitungen der SPD, und ihre Vorläufer. Aus dem industriell geprägten Harburg wurde das Volksblatt für Harburg und Wilhelmsburg und Umgegend einbezogen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erweitert sich das Spektrum am linken Rand und einige kommunistische Blätter kommen hinzu. Hier haben wir die Hamburger Volkszeitung und die Norddeutsche Zeitung ausgewählt. Ab 1928 erscheint dann erstmals eine rechte Parteizeitung. Das Hamburger Volksblatt als Organ der aufstrebenden NSDAP mit der Hansischen Warte als Folgepublikation, die dann in das Hamburger Tageblatt mündet, das sich bald als drittgrößte Hamburger Tageszeitung etabliert. Jetzt komme ich zur Kontextualisierung. All diese Zeitungen werden
im zukünftigen Hamburger Zeitungsportal präsentiert werden. Kontextualisiert wird zuerst durch die Präsentation in der wissenschaftlichen Umgebung, also unserer Bibliothekswebsite und in den Portalen. Die bibliothekarischen Daten und die Kalenderstruktur liefern eine erste inhaltliche Einordnung. Auf einer weiteren zweiten Ebene werden wir Hintergrundinformationen zu den einzelnen Titeln liefern, mit Texten, Literaturhinweisen und werden so die Zusammenhänge herstellen und eine historische Einordnung erleichtern. Warum dies für uns so wichtig ist, wird uns nun Wiebke von Dahlen erläutern. Ja, also wir haben ja jetzt einmal noch mal gesehen und die Leute, diejenigen unter Ihnen, die sich mit Digitalisierung oder Retrodigitalisierung beschäftigen, wissen, wie schwierig das organisatorisch und technisch ist, sowohl die Digitalisierung als auch die Präsentation. Aber über diese Themen hinaus ist eben bei dem Material, was wir Ihnen hier vorgestellt haben, auch der teilweise tendenziöse Inhalt ein Problem, und der Umgang damit wirft Fragen auf, vor denen wir sonst nicht stehen, wenn wir regionale Zeitungen digitalisieren. Also wir befinden uns mit diesem Material in einem Spannungsfeld, das wurde hier jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass man eben tendenziöse Propaganda im Netz weiterverbreiten könnte, aber als Gegenpol sieht man, man würde auch digitale und forschungsfördernde Zugänge schaffen, indem man dieses Material digitalisiert. Man muss sagen, dass der Umfang des Materials, was Frau Zehre ja vorgestellt hat, keine intellektuelle Prüfung der Zeitungen ermöglichen würde, dass man einzelne problematische Artikel daraus filtert. Also man muss abwarten, was auch Herr Zainova sagte, ob es da irgendwann vielleicht automatisierte Verfahren gibt, dass man einzelne Sachen identifizieren kann. Insofern muss man sich mit Handlungsoptionen für die gesamte Zeitung oder zumindest für problematische Zeitabschnitte beschränken und prüfen. Und da sind wir dabei. Zum Beispiel will man noch Zugangshürden aufbauen, Zugriff über Lesegeräte im Haus, und oder will man kontextualisieren. Und ich denke, dass es hier auf der Konferenz sicherlich einfach ganz klar sein wird, es muss kontextualisiert werden. Also das war uns bei unseren Gestaltungsüberlegungen ganz klar, wir werden in jedem Fall das Material kontextualisieren. Und ja, sowieso, wenn man wissenschaftlich arbeiten will, ist Kontextualisierung immer interessant, nicht nur, wenn es sich um problematische Inhalte handelt. Aber hier natürlich ganz besonders. Über den weiteren Umgang mit denen, wie genau wir das Material präsentieren, wir haben ja gesagt, es ist ein Werkstattbericht und es ist noch im Aufbau, da sind wir noch am Überlegen und gucken uns verschiedene Optionen an, zum Beispiel was die Ausgestaltung und Platzierung von Disclaimern angeht. Wir merken aber, dass es eben, wenn wir diese Diskussion, die hier angesprochen wurden, führen, dass es da sehr schwierige Güterabwägungen auch gibt. Und meine Stimme in dieser Diskussion ist die einer Historikerin. Ich bin also als wissenschaftliche Bibliothekarin und als Historikerin an der zur Verfügungstellung des Materials sehr interessiert. Nicht nur in der historischen Einordnung, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir mit dem Material auch arbeiten können. Und die ganzen Aspekte, die hier vielleicht auf Vorgängerkonferenzen schon diskutiert wurden, was kann man mit digital zur Verfügung stehenden Material machen für die Forschung, das gilt natürlich auch für dieses tendenziöse Material. Also Ansätze der Digital Humanities zum Beispiel, die einfach neue Forschungsansätze ermöglichen. Der Ansatz, kollaborativ zu arbeiten, vielleicht auch kollaborativ problematische Materialien zu erschließen. Das alles sollte auch meiner Meinung nach unbedingt für dieses problematische Material gelten. Und ich finde, es ist auch wissenschaftlich und bildungspolitisch wichtig, das zu tun, weil wir haben ja auch gesehen, dass diese Materialien sowieso im Netz verfügbar sind. Also die Illusion, dass man das Material unter Verschluss halten könnte, ist ja sowieso hinfällig geworden. Und deswegen finde ich das wichtig, dass das wissenschaftlich seriös präsentiert wird. Damit setzen wir uns auch dem Vorwurf von
von Zensur nicht mehr aus. Also die Wissenschaftler können gut arbeiten und ich kriege hier schon so Zettel gezeigt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Ich möchte nur noch einen Aspekt erwähnen, der Kontextualisierung. Das ist gerade in den anstehenden Zeitungsportalen sehr, sehr wichtig. Also man wird eben, wie wir auch von den Kollegen das Lob Dresden gesehen haben, wenn alle Regionalbibliotheken ihre regionalen Tageszeitungen einspielen werden in diese Portale, werden wir sehr gute wissenschaftliche Möglichkeiten haben, die Zeitungen auch aus diesen radikalen Zeiten miteinander zu vergleichen und auf sehr gute, finde ich, innovative, neuere Forschung zu kommen. Also meine Stimme im Haus als Historikerin bei uns ist, der Giftschrank gehört ins Bibliotheksarchiv und wir wollen möglichst freie Zugänge zu unseren Zeitungen schaffen für die forschende Öffentlichkeit. Da die Zeit so knapp ist, würde ich sagen, ich schließe hiermit, sage nochmal, dass wir uns durch die Konferenz auch Ideen für Rechtssicherheit, für den Austausch der Institutionen untereinander erhoffen und spannende Diskussionen und wenn Sie Fragen an uns haben, gerne auch in den Pausen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.